Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gestern war der Internationale Frauenkampftag. Und dieser Tag ist natürlich ein Tag, an dem wir daran erinnern, was noch alles zu erkämpfen ist. Immer noch bekommen Frauen deutlich niedrigere Löhne. Wir kennen die Zahl 21%. Niedrigere Löhne führen zu niedrigeren Renten. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Altersarmut vor allem weiblich ist. Und hinter diesen unterschiedlichen Löhnen steht natürlich auch eine Wertung, nämlich die Unterstellung, dass die Arbeit am und mit dem Menschen weniger profitabel ist als die Arbeit an den Maschinen. Und wir als Linke sind überzeugt, diese finanzielle Diskriminierung der Arbeit mit den Menschen, die muss aufhören. Und deswegen müssen die Löhne in Pflege, Gesundheit und Bildung steigen, und zwar gründlich. Und ich glaube, wenn man das ernst meint, muss man ran an die schwarze Null. Die muss einfach weg. Wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit reden, Frau Schwesig, so kann ich nur sagen, Sie sind gut darin, Sachen zu thematisieren. Aber wenn es konkret wird und umgesetzt werden muss, auch finanziell unterfüttert wird, lassen Sie sich immer wieder vom Koalitionspartner ausbremsen. Wer etwas für Frauen erreichen will, wer wirkliche Gleichberechtigung will, der darf sich nicht von der CDU ausbremsen lassen. Schauen wir uns die Situation im Wissenschaftsbetrieb an. Über die Hälfte aller Studierenden sind Frauen. Aber wenn es um die Habilitation, um Professorenstellen geht, dann brechen die Quoten ein. Dort, wo es wirklich um Einfluss geht, da wirken die gläsernen Decken. Und an dieser Situation hat natürlich die Arbeitssituation an den Universitäten was damit zu tun. Unterhalb der Professur gibt es faktisch keine unbefristeten Arbeitsplätze. Das heißt, der Flaschenhals wird extrem eng. Soziale Unsicherheit, fehlende Planbarkeit des Lebens, weil man sich immer nur von einer befristeten Stelle zur nächsten hangeln muss. All das sozusagen erschwert, dass Frauen sich auf eine Karriere im Wissenschaftsbereich einstellen. Und deswegen sagen wir, das Gebot der Stunde für bessere Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich, aber auch für mehr Professoren lautet ganz klar, wir brauchen mehr unbefristete Stellen im Wissenschaftsbereich. Wir brauchen mehr Planbarkeit, damit Frauen Karriere in der Wissenschaft machen können. Zu den Wurzeln der Ungleichheit gehört meiner Meinung nach die ungerechte Verteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern. Immer noch wird ein Großteil der wunderbaren, liebevollen Familien-, Hausarbeit, ja der Care-Arbeit von Frauen weggetragen. Hier ist Umverteilung angesagt. Es muss Schluss damit sein, dass man den Männern diese liebevolle, schöne, sinnstiftende Tätigkeit vorenthält. Das können wir den Jungs nicht weiter antun. Und ein wichtiges Instrument dafür ist natürlich die Verkürzung der allgemeinen Arbeitszeit. Ja, ich finde, die Arbeitswoche der Zukunft muss um die 30-Stunden-Woche kreisen. Und eine gerechtere Verteilung der Tätigkeiten, davon profitieren Männer wie Frauen und übrigens die Partnerschaft. Und weil Sie die wirkliche Wahlfreiheit angesprochen haben, ich finde ja, dazu gehört zuallererst, dass wir uns von klassischen Rollenmustern befreien. Vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass es Initiativen wie Eltern in der Politik gibt, die klar machen, wir streiten darum, dass politisches Engagement und Elternschaft, aktive Elternschaft, vereinbar ist. Deswegen fordern wir Kinderzeit und politikfreie Sonntage. Aber wenn wir uns von klassischen Rollenmustern befreien wollen, müssen wir auch hinterfragen, was als wirklich männlich gilt. Früher war es ja so, dass man als besonders verantwortungsvoller Vater galt, wenn man besonders viel Kohle nach Hause gebracht hat. Und das ging eigentlich immer einher damit, dass man besonders viel Zeit im Job zugebracht hat. Und ich meine, diese Zeiten sollten vorbei sein. Ich meine Männer, für die es selbstverständlich ist, dass sie mindestens 50% der Erziehungs-, Pflege- und Hausarbeit übernehmen, das sind die wahren Trendsetter, das sind die wahren Helden des Alltags. Und ich möchte noch mal ganz grundsätzlich werden. Wir alle erleben es, wer immer sich positiv zu Frauenrechten äußert, der muss mit einem Shitstorm rechnen, nicht nur im Netz. Ja, wir erleben aktuell eine aggressive, antifeministische Mobilmachung. Und an alle Frauen, die sich, sei es im Betrieb, im Netz, in der Redaktion oder auch in so mancher Fraktion einsetzen für Frauenrechte, denen kann ich nur sagen, lassen wir uns nicht entmutigen durch diese aggressive Mobilmachung. Halten wir es mit Clara Zetkin, die immer wieder sagte, angesichts vieler Widrigkeiten, jetzt erst recht. Um es zusammenzufassen,
Die Frauenbewegung hat wirklich viel erreicht. Früher konnte selbst der dümmste sexistische Spruch noch mit schenkelklopfendem Beifall rechnen. Diese Zeiten sind vorbei, das ist gut. Immer mehr Eltern wollen gleich viel Zeit mit den Kindern verbringen. Hier hat man wirklich was erkämpft. Kompliment, Hut ab vor der Frauenbewegung. Aber es gibt immer noch viel zu tun. Und unsere Kämpfe um Geschlechtergleichgerechtigkeit, die richten sich eben nicht ausdrücklich gegen Männer. Ganz im Gegenteil, wir streiten für eine Gesellschaft, in der ein gutes Leben für alle möglich ist. Und deswegen legen wir uns mit allen Verhältnissen an, in denen der Mensch ein geknechtetes Wesen ist. Vielen Dank. Herr Kollege Sönke-Rix von der SPD-Fraktion als Mann. Jetzt gehen Sie in die Debatte rein. Dankeschön.